Atlas Fallen. Ja, da schauen wir heute mal rein. Und ich skippe so ein bisschen die Intro-Geschichte und so die Tutorial-Sachen. Und wir gucken mal, dass wir mal so ein bisschen mehr von dem eigentlichen Game zu Gesicht bekommen. Nachdem wir uns einen Charakter erstellt haben, nach unseren Wünschen, rein optisch, sind wir hier quasi in so einem Camp und ja, wir sind Namenlose. Also eigentlich so eine Art Sklavenvolk und müssen hier Ressourcen abarbeiten. Und das passt jetzt den ganzen Namenlosen natürlich nicht so sehr. Und ich als Redelsführer werde jetzt hier gerade auf eine Mission geschickt. Ein bisschen zur Strafe und ich bin gespannt, was uns da widerfährt. Na, guck mal. Wir finden hier sogar irgendwelche Blüten und sowas alles. Blumen und Co. Und es geht, glaube ich, schon los. Da oben ist jemand. Oha. Da ist noch etwas anderes. Das ist ein Phantom. Ein Phantom. Ja, die sprechen immer von irgendwelchen Phantomen. Ich renne hier einfach mal weiter. Sammle zwischen... Oh, da. Sammle hier zwischendurch noch mal ein bisschen was ein. Ich glaube, ich... Im Sand. Was ist das für eine Stimme? Finde mich im Sand? Soll ich dem... Ich renne doch jetzt dem Ding nicht entgegen, oder? Das macht mich doch kaputt. Finde mich im Sand. Hier. Ich bin hier. Was ist das? Näher. Ja, ich spüre dich. Noch näher. Etwas ruft mich. Ja. Nein, was? Sehen. Warte. Alter. Wer bist du? Keine Wo Zeit. Wo bist du? Ein Phantom. Oh, nein, nein, nein. Keine Zeit. Ich nutze meine Kraft. Ich werde dir helfen. Na. Hab keine Angst. Und es geht jetzt richtig los hier. Bam. Passiert. Hat sich von allein bewegt. Und diese Waffen. Siehst du? Gemeinsam sind wir stark. Wer bist du? Ich bin... Warte. Wer bin ich? Ich bin... Nayal. Aber... Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe ein Phantom besiegt. Aber wie? Wir haben das Phantom besiegt. Ich hätte nicht gedacht, dass jemals wieder jemand meine Stimme hören würde. Gut. Also, lass uns zuerst einen sicheren Ort finden. Ich glaube, ich muss mich kurz sammeln. Ja, jetzt haben wir so einen kurzen Eindruck davon bekommen. Also, es geht darum, dass wir hier viel durch diese weiten Lande dann natürlich auch rennen, Aufgaben erledigen und ähnliches. Und diese gerade benannten Phantome, die so aus dem Sand aufschießen, wie so Wölfe, so in der Art, die können wir ganz gut mit der Macht des Handschuhs, mit unseren Waffen, die wir auch immer wieder verformen. Das heißt, je nach Angriff, ob das jetzt mit der linken Maustaste ist, mit der rechten Maustaste, im Sprung. Das heißt, man hat richtige Airtime sozusagen. Man springt. Jetzt im Moment noch nicht. Aber später dann. Doch, jetzt haben wir es doch. Genau, man bleibt also quasi direkt in der Luft. Und kann dann eben verschiedenste Waffenarten auch verwenden. Ganz zu Anfang im Tutorial ist man in so einer Sphärenwelt
und rennt da durch diese Welt und findet sich erstmal selbst sozusagen. Und in dieser Phase kämpft man auch schon mit ganz unterschiedlichsten Waffenarten. Dicken, fetten Hammer, Riesenäxten und so weiter. Also es macht schon richtig Bock. Es ist richtig Action. Und, naja, ich bin gespannt, wohin es geht, die Reise. Alter, und schon geht das los hier. Momentum. Du generierst Momentum, indem du Gegner triffst und besiegst. Je mehr Momentum du hast, desto mehr Schaden verursachst und erleidest du. Oha. Action. Gauntlet ruft den Sand. Spüre ihn. Spüre das wachsende Momentum. Ich spüre mein wachsendes Momentum. Im Moment vor allem. Da unten. Ah, ich hoffe da genau vor. Oh, Alter, hier ist auf einmal voll die Riesenaxt, ey. Aufstieg, jawohl. Oh, da kommt noch mehr. Wächst die Kraft des Gottes. Aber sei vorsichtig. Momentum kann ja auch gefährlich werden. Die werden stärker, je mehr Energie du sammelst. Ja, ich kriege auch schon ordentlich auf die Backen hier. Oh ja, die Angriffe werden langsamer, aber auch heftiger. Es ist etwas befestigt. Es ist ein Amulett. Du kannst es benutzen, um deine Wunden zu heilen. Ah, das ist natürlich super. Das Amulett. So, zack. Also, das sehen wir unten rechts. Hier geht das Momentum danke, hoch. Da war die Lebensanzeige. Ich bin schon gefangen seit... Ich kann nicht sagen, wie lange. Vertrauen? Noch nicht ganz. Aber wenn wir Menschen vor den Phantomen beschützen können, ist das ein guter Anfang. Bist du allein unterwegs? Ich gehöre zu einer Karawane. Wir wurden von Phantomen angegriffen und haben uns in der Nähe niedergelassen. Was ist dieser Gauntlet? Was macht er hier draußen? Ich wünschte, ich könnte mich erinnern, aber ich weiß, dass der Gauntlet unvollständig ist. Er hat nur einen Bruchteil seiner Kraft. Ich verstehe. Wir sollten aus dieser Grube verschwinden. Ich kann dir jetzt helfen, denke ich. Ja! Also, so geht es los mit der Macht und so ähnlich kloppen wir uns quasi durch die Landschaften. Doppelspace für Doppelsprung. Bam! Und dann raus mit dem dicken Hammer. Es ist noch nichts auf der rechten Maustaste. Da ist zurzeit noch nichts drauf. Kannst du deine Kraft nutzen, um diese Klippe hochzuklettern? Cool. So, also rauf da. Easy. Also es fühlt sich super agil an, ne? Ich kann allen helfen. Was haben wir denn hier? Brauche ich diesen Deal. Genau genommen solltest du dich zuerst um die Phantome kümmern. Mach ich schon, Alter. Phantome kriegen. Oh, oh, oh. Kriegen gut auf den Senkel. Schlecht. Nicht schlecht, aber die droppen nichts. Das ist nicht so ganz satisfying. Also so Drop wäre schon cool. Aber bisher droppen die nichts. Man prügelt die zwar alle windelweich. Und es gibt immer so Sachen hier. Ah, Münzen, Tributmünzen und so weiter. Dort habe ich vorhin den Dieb gesehen. Ja, wollte ich gerade sagen. Suchst du nach jemandem? Das ist eine lange Geschichte. Den Dieb gesehen? War es denn ein Dieb? Es war einfach irgendjemand. Und da vorne schon wieder Action. Also, rein da. Drei Stück auf einmal.
Man zischt die aber auch hin und her, ne? Bam. Oh, 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 oh. Kurz R drücken. Aufgeladen wieder. Und tschüss. Ah, komm. Den nehmen wir eben mit. Wir kommen ja wieder hoch. Oder? Oder kommen wir nicht? Bestimmt, oder? Nee. Hier sind noch mehr. Bleibt die ganze Zeit in der Luft. Ich hau ihn von oben kaputt. Das war ein Ding. Wie es abgeht. Es ist schon mächtig cool. Man kommt sich aber schon richtig heftig vor. Vor allem dieses agile Rumrennen und so, das ist ja der Oberhammer, ey. Sehr, sehr, sehr cool. So, warte, da hinten war noch einer. Einen hatten wir noch nicht. Oh, jetzt sind sie alle wieder komplett. Ich bin zu hoch. Oh. Auch richtig cool mit dem Ausweichen immer wieder. Der für Kellen kassiert. Ist ja der Hammer, ey. Und wieder was eingesammelt. So, wo mussten wir denn hin? Da hinten ist eine Markierung. Okay, folgen wir mal ein bisschen der Markierung. Das mit dem Heilen, mit dem Amulett ist auch super. Also bisher reicht das vollkommen aus. Man braucht gar nicht so viel von der Heilung bisher. Das wird bestimmt irgendwann schwieriger. Und da ist der Dieb. Hi. Du hast diese Monster besiegt. Aber wie? Um ehrlich zu sein, bin ich selbst noch dabei, das rauszufinden. Ich bin gekommen, um zu holen, was du Morat gestohlen hast. Du hast dein Leben dafür riskiert? Nicht dafür. Für meine Freunde. Das war die Aufgabe. Dieser Morat ist der Anführer aus dem Camp. Wir sehen es hinter dem Dieb unten rechts. Das war der Anführer, der gesagt hat, Alden, du als Redelsführer hier von dem kleinen Aufstand, du gehst jetzt mal raus und suchst diesen Typen hier. Zum Glück haben wir den Handschuh gefunden, sonst wären wir wahrscheinlich verreckt. Gib mir das Ding. Ich kann mit Morat reden. Wir werden eine Lösung finden. Ich kann nicht zurückgehen. Er wird mich töten, aber nimm das verdammte Ding. Es nützt mir nichts mehr. Danke. Warte hier. Ich komme zurück. Pass auf dich auf, Freund.
Warte hier. Hoffentlich passiert hier nichts, ey. So, nochmal eben kurz die Area absuchen. Aber ich glaube, hier ist so weiter nichts. Und wir können zurück oder sollen auch von der Wegbeschreibung hierhin wieder zurück. Ah, alleine so tief fallen zu können, ist schon immer gut, ey. Hey, geh und hol Morat. Ich hab seinen Erinnerungsstück. Hol den Hauptmann. Jawohl. Und du, bleib wo du bist. Ich bleibe genau hier. Du hast also überlebt. Beeindruckend, was? Vielleicht sollte ich noch deutlicher werden. Vielleicht sollte ich... Warte, was ist das da an deinem Arm? Keine Ahnung, ein Fundstück. Wann gehört es mir? Interessant. Was? Du hast uns einen Fluch gebracht. Ergreift ihn. Zurück mit ihm. Sofort. Ich kümmere mich um das hier. Why? Wieso? Morat, verflucht nochmal. Weg. Mit dem Gauntlet. Und die Stimme ist auch nicht mehr da. Ich muss ihn zurückholen. Ich muss Nayal finden. Vielleicht kann Finderin helfen. Wieso hast du das gemacht? Tja. So und so ähnlich geht es weiter. Story-Modus und Action, alles in einem Game. Ich bin super gespannt. Ich werde auf jeden Fall schön reinsuchten. Wenn du meinst, das wäre auch was für einen Livestream, einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht kennst du ja auch das Game und hast dir schon ein paar Infos dazu angeschaut. Also gerne auch unten in die Kommentare reinschreiben, wenn das was für dich ist. Und ich bin super gespannt, ja, wie es hier in dem Game weitergeht. Mir macht's schon mächtig Spaß. Und ja, jetzt frisch rausgekommen, kann man, glaube ich, mal reingucken, das Game. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, das gefällt mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags meist um 19 Uhr. Bis dahin.